Hast du vielleicht die Spur? Ich glaube, es sind hier die Hardcore-Einstellungen drin, dann habe ich gleich Riesenprobleme, was Essen Komm mal hier hin, komm mal zu mir. Ja, rede nicht, komm zu mir. Schau in das Nest. Ach so, ins Nest. Wir gucken okay. In der Nacht. Wir gucken Danke. In der Nacht, Foxy. So, jetzt laufen wir mal runter. Hier muss doch irgendwo was Vernünftiges sein. Wie ist denn hier mit dem Eudeldingens da? Was kann man gegen Illness machen? Ja, ohne Glück nicht. Das. Hier das. Ja, die sind alle nur ein Stock, das ist es ja, ne? Meine Stamina aufladen. Hast du einen Bullen hinter dir? Na gut, das Parkhaus dürfte zu groß sein. Bulle bei dir, Vorsicht. Ja, aber daneben das. Ich bin rechts von dir. Naja, aber das Parkhaus ist auch nicht größer als die Feuerstation, die wir jedes Mal. Mucki! Okay. Machen. Was kann. Warum redet keiner mit mir? Ich hab gerade schon überlegt, wie werden das kleine hier. Oh, scheiße. Das ist doch Bob's Bakery. Nee, nicht dahin. Ich hab einen Kochgrill. Okay. Das ist sehr gut. Da ist Ende. Kann mir einer sagen, was ich gegen Illness mache? Warm Pulli anziehen, Schale anziehen, Kräutertee trinken. Ja, Kräutertee. Wir sind Norden Kartenende. Auf dem Weg zu dem Gebäude bin ich ins Kartenende. Okay. Karacho? Ja? Du hast Illness, einen gelben Kopf und irgendwie unwohl ist, oder? Sorry, das habe ich. Illness ist jetzt wieder weg. Okay, ja. Das kann ich aufsitzen, ja? die Illness ist die Vorstufe zu irgendeiner Infektion oder Krankheit. Also die kann weggehen, muss nicht. Okay. Ach, Scheiße, ich hab Honig dabei. Ja, Mann, Aldo! Ich kann mich nicht entscheiden, bei welchem Kopf ich vorbeigehe. Foxy im Maisfeld? Okay. Ja, hier ist auch noch. Deswegen, nee, ich bin schon überladen. Ich kann sonst gar nicht mehr laufen. Du hast drei Geier über dir, Vorsicht. Möchte hier. Jemand das Schwein anschließen von euch? Da ist ein Schwein! Ja. Okay. Ich hab das nicht gesehen, der war hinter dem Haus. Und wenn du das schon nicht angreifst, ne, dann gehe ich weg. What? Also, ich sprinte gerade, nicht wundern, ne? Weil ich so langsam bin. Proxy, wir müssten, war 16 Uhr. Da haben wir noch einen Kilometer. So. Ich meinte, Brollwolf, sorry. Ja, wir laufen jetzt durch. Dann müssen wir hier irgendwo was suchen. Definitiv ja. Das Pier, denn, oder? Kartenende ist. Ja, bei den Bär gehe ich aber nicht rein. Was war das? Ja, wie ist da das Brownies? Nee, was ist denn das hier? Werkzeugschlüssel. Und noch schwerer. Pfeile. Was ist denn hier hinter für eins? Ist das eine Kirche? Das ist auch cool. In dem Turm, da war, glaube ich, cooler Stuff drin. Da waren wir mal, war ich mit meinen Männern mal drin. Ich glaube, das Ding ist gar nicht mal so schlecht. Echt? Ist halt die Frage, wie ist die Haltbarkeit, ne? Ja gut, das ist doch Stein, meine. Weiter nach Osten, Foxy, ja, weiter nach Osten. Mit drin bringen. Das ist eben der große Problem. Unten die ersten beiden 2,5. Und mit 6, 7 Mann spielen, da muss man immer schon ein bisschen gucken. Hm. Da kommen jetzt zwei. Ich nehme die Viecher, die du sammeln. Ja, Möglichkeit. ich wollte gerade sagen, lass uns erst auf den Platz. Ja, Kürzer, die haben gewonnen. Die haben, lass mich erst überlegen, 52, 22 ja, oder so ich gewonnen. Ich muss jetzt mal kurz hoch, ich muss mich hier auch ein bisschen einbarrikadieren. Gut zu sein. Ja. Nimm dir noch das Golden Rod, bitte. Zum Heilen ganz gut. Over the rainbow. Rollwolf läuft noch. Bis gleich. Bis gleich. Rollwolf, du bist hinter mir 100 Meter. Ja, in welche Richtung gehst du? Ich gehe Richtung Aldur. Ich gehe Richtung Mucki, Ayo, Aldur. Da bist du falsch. Wir müssen Richtung Aldur. Der ist ganz woanders. Ich kann ja auch Richtung Killer Lady gehen. Die ist ja auch. Ja, komm zu mir. Bei Bulle auf der Straße. Ich soll euch alle knuddeln von Tomifo. Ja. Oh, knuddel mal zurück. Ach, ich renne sie. Okay. Hier in die Richtung müssen wir. Ja, war ich doch gerade. Echt? Du warst ja, ich hab schon fertig. Ich kann sie direkt setzen. Gerade Kacke angezeigt. Was hast du noch bei, dass ich was stacken kann bei dir? Oh, Vorsicht, Geier. Oh, zwei Mann auf mich. Die gehen auf mich los, weil ich unter 100 bin. Ach nee, die gehen auch auf dich los. Proxy, dahinter sind 4 Zombies. Komm. Die gehen auf dich.
Ja, weil du 4K spielst, bestimmt. Und. Seid ihr auf dem Tittenshop? Ja. Kaboom. Er hat Titten gesagt. Er hat Titten gesagt. Wir sind erstmal auf dem Tittenshop. So, Ayo ist nur 700 Meter von mir weg. Nee, wer ist denn bitte? Nee, hier, Quatsch. Oh! Geier. Von rechts. Jo. Ich habe ganz viele Geier hinter mir. Spucker. Oh, hier ist ein Spucker, jawohl, Bulle. Weg hier. Schön. Ganz viele. Foxy von ganz rechts. Viele Geier. Ich habe hier ein Gedicht von Tommy vor. Könnt ihr das mal hören? Oh ja, sehr gerne. Gedicht, kaum sehe ich Tentakel, kommt das Debakel. Es wird gewürgt bis zum Blau. In dem Knie wird er flau, sinkt zu Boden und das Tod. Und Ketolinchen ist ganz rot. Sehr geil. Nein. Okay, Geier, 2 Schuss ungefähr. Ja, erstmal. Mein Freund, Vollwolf. Ja. Erstmal hier bleiben, bis wir uns alle gefunden haben, und dann können wir immer noch über. Military zwischen uns beiden. Ich muss mich mal kurz entladen. So. Wie viele Basen wären das eigentlich mal? 6 ungefähr, würde ich schätzen. Irgendwo ist ein Spucker, oder? Vollwolf, bist du noch Dreck bei dir? Haus, ja. Nee, ich bin jetzt dran hier bei... Du bist ganz irgendwo links. Ja, ganz so weit nicht. Ich bin ungefähr 50 Meter von dir weg. Oh, noch ein paar fertig. Ich hab wieder einen Schwein. Mach es tot. Ja, aber es sind auch hier noch Zombies hier. Ich versuche es mal zu locken. Na klar, es ist Scheiße. Doch, warum geht ihr denn rein? Arschies. Warum habe ich denn jetzt 110 Ausdauer? Ich bin doch gar nicht geskillt. Nun komm, auf die Autos. Wir haben 6 Uhr, 18 Uhr gleich. Also ich würde sagen, ich habe noch was leichter zu liegen, das nehme ich noch mit. Das ist hier alles Dresden 45 oder so. Alter, was war das hier? Spucker. Deswegen habe ich dir ich das lass eben Schweine gesagt. Lass doch mal liegen. Hier ist ein Spucker irgendwo. Ja, dann guck doch mal noch mal bei deiner Quelle, ob du wirklich dein Mikro drinne hast. Spucker ist im Zwischengeschoss. Zeig unter der Dachdecke. Ja, nee, ob du in deiner Quelle, ob du wirklich beim Mikro auch dein Mikro, ob du das auch als Quelle drinne hast. Foxy, wir... Nee. In deinem OBS, bei der Szene. Genau. Na, bei deinen Quellen. Du müsstest Foxy, ein Desktop-Audio haben, ein Mikrofon-Audio und sonstige Audios. Ja. Und die musst du einzeln aktivieren. Das verstehe ich ja so. Also, du hast das Szenenfenster und rechts davon habe ich ein Mikrofon-Ding. Genau. Audio-Ausgabe. Ja, ich habe das Ding zum Beispiel bei mir. Mikrofon. Dann weiß ich, das ist mein Mikrofon. Sowas habe ich gar nicht. Sowas brauche ich zum Beispiel nicht, aber ich muss es trotzdem aktivieren. Ich hab's jetzt nicht mal in den 10 oder sowas drin. So, wir sind jetzt gleich bei den anderen. Das ist gut. Oh, ich bin. Okay, das war nur ein Kaktus. Wie gesagt, hier ist nämlich Dresden 45. Ich hol den Bullen gerade raus, falls den einen, den ich sehe. Ja, ich hab gerade was bei dir. Die rausgesucht, die nicht safe ist oder was? Doch, safe ist die. Die ist total safe. Ja, safe ist die. Das ist alles Vanille. So, jetzt? Die Welt ist nicht safe. Hört man jetzt was im Stream? Das ist jetzt die Preisfrage. Also, ich höre dich.
Das ist schon mal. Bulle explodiert gleich. Bulle explodiert gleich. Nö, es schreibt Köchi. Das ist toll. Dann weiß ich es auch nicht. Also, ich habe keine Ahnung. Sehr schön. Kein Stein mehr hier. Ich lasse da auch. Ja, okay. Eugene hat wahrscheinlich weniger Latenz. Okay. Dann scheint es jetzt zu gehen. Hoffe ich doch. Alter Schwede. Da kommen noch welche raus. Ging gerade etwas schwierig, so mitten im Fluchtmodus, so bei 1,2 Kilometer. So, okay. Na gut. So, jetzt habe ich nur noch das Problem mit 19 FPS. Ja. Schön. Hast du die nicht immer? Nee, das Problem ist nach. Das Problem ist bestimmt. Ich mach das mal aus. Das mache ich mal. Beowulf, Alter. Aus? So macht man das. Ganz einfach einen Schuss auf den Körper. Ja, die werden nicht schwierig, schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Das machen wir mal auf normal. Ist das ein Held, ehrlich? Hier sind noch zwei Blutbags. Lassen wir mal aus. Ich bin ein Held jetzt heute, oder? Du träumst heute Nacht von mir. Na gut, minimal mehr. Danke. Nee. Jetzt lass uns nach Mucki gehen. ja. Du hast uns auf der Leiter rumgekriegt. Das ist ein Hase, nimm mal den Hasen noch. Das muss ich mal gleich trinken, ja, sonst bin ich. Also, ne? Ja. So. Okay. Ich leg den Mais mal in eine Kiste. Da ist Futter, ein paar. Gut. Eier lege ich auch noch dazu. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Meinst du? Hallo. Hi, jetzt kommen sie, ne? Jetzt so. Kommen das Schlimmste hinter uns an. Ja, ich habe dafür aber auch genug Zeug dabei. Alles gut. Gesicket. Wir haben noch Besuch im Haus unten. Wir haben noch Besuch im Haus. Ich Cooking hab's Pots. Dabei. Haben wir hier einen? Okay. Was zum Geier? Habt ihr das im gehört? Im Hauptraum. Der Kämpfer ist auch noch weg. Ja, ist kein Problem. Ich brauch bloß. Wow, bei mir, direkt bei mir. Okay, ich komm wieder. Jetzt erstmal nur eine Axt. Ich hab keine Steine, ich hab kein Holz. Das ist doch toll. Kannst du farmen gehen? Hallöchen, Razor. Okay. Bin weg. So, wird das jetzt was? Happen. Warum zwei? Nee. So. Wunderbar. Hier unten ist noch jede Menge Leder. Okay, dann brauche ich noch einen neuen Bogen. Verdammte Axt. Ja, ist schön. Alter, wer hat ihn jetzt getötet? Kommst du mit dem zurecht? An. Ah, bitte? Oh ja, das ist nett, Eugene. So muss das. Okay. hast du schon irgendwie das Dach irgendwie eingerichtet ein bisschen? Ganz minimal. Das sind zwei Kisten zum Entleeren. Ja, sehr schön. Kisten sind da. Irgendwie fehlt es mir an allem. Hallöchen, Serbi, was ist Uff? Mhm. Ein Pfeil, Achtung, auf jeden Fall vielen Dank fürs Bescheid sagen. Wer steht denn hier nun schon wieder rum? Ajo. Hi, Jeska. Alter, 93 Fleisch haben wir schon. Also ich auf jeden Fall. Wow, ja, das ist gut. Das ist positiv. Falls sich irgendjemand der Zuschauenden. Ja, das streamt einer. Falls sich jemand der Zuschauenden fragt, warum ich so komisch spiele, ich habe eine neue Maus und muss mich erstmal dran gewöhnen. Die flutscht irgendwie sehr heftig. Ich habe auch was eine neue ist... Maus, aber das darf ich meiner Frau nicht sagen. Ah, okay, na gut. Maxi, sorry, Baumfeld. So. Ja, okay. Du wolltest sagen Laterne oder so? Nee, Baumfeld. Achso. Metallbaum. So. Ja. Skillbaum. Wieder irgendwas bauentechnisches? Wenn es geht, ja. Wer baut? Ich nicht. Hallöchen, Fidolita. Hat schon wer Koch geskillt? Nee. Ja, Stufe 1. Ketten wollte. Das sind keine Ausreden, Eugene. Das ist. Machen wir hier die Essenskiste hin. Eine Maus mit 18.000 DPI und irgendwie habe ich, glaube ich, zu viel eingestellt. Ich würde die am liebsten für den Kochtopf für die Essenskiste nehmen. Da würde ich das noch umräumen. Weil dicht neben Lagerfeuer macht Sinn. So, jetzt mache ich mal hier mal ein Knüppelchen. Ja, ich habe jetzt extra hier die so neben Lagerfeuer, dachte ich, ne, das wird halt passen. Ja, das ist auch wieder, hast ja auch wieder völlig recht. Die neue Maus. Proxy, hilfst du? Was mache ich? Ich meine, wenn der Kopf dich dann abschießt, ist es deine Ach so, da hinten. Ja, immer noch Kopf Südwest. So.
Alle besetzt. Alle besetzt, alle Kisten. Ich glaube, ich schieße immer noch alleine drauf. Nur Proxy hat sich einfach verpisst. Nö, ich schieße. Ich muss erstmal gucken, wo ich bin. Du standst genau neben mir und du stehst immer noch neben mir. Ich schieße daneben. Er rennt. Das heißt, wir bleiben hier oben drauf, oder wie? Ja, erstmal auf jeden Fall. Also Nacht. Mindestens die erste Nacht, genau. Schwierig. Ja, wobei, dann, man kann es anziehen. Nach der ersten Nacht wäre die Frage, wann kommt die Horde? Genau, knurre den kleinen Tanz an. So, brauchen wir denn alles nicht? Das war nicht, das brauchen das wir nicht. Das, immer dieses Kisten drin sein. Mann. So, 190 Fleisch haben wir, ne? Ja. Also könnt ihr schon loslegen und 91 Eier. Ja, ich komm gleich hoch, mache ich. Ja. Eier kann ich dir auch noch ein paar geben. Klump hat Hunger, Klump noch essen. Aber dafür bringe ich viel Eisen mit, das heißt, wir können... Boxy, du stehst mitten in der Walachei, ne? Ah, oh, Mann. Hm? Und wenn du an deinem Stream rumspielst oder sowas, du stehst mitten in der Walachei, geh einfach die 2 Meter die Hütte hoch. Und gucke, ob du dir auch schon... Hast du schon Schlafsack gelegt? Ja. Gut. Oh, ich noch nicht. Nicht, dass du jetzt... Masterchef hat schon eine. So, ja. Warte ich mal kurz... Ja. Komm. Was ist das eigentlich, Ziel, ja? Der Session? Ist wieder selbst nehmen. Was bauen? Oder? Wenn's geht, ja. Okay, das heißt, einer muss wieder Ressourcenschlampe machen? Ja, ja, erstmal bräuchten wir einen Baumeister. Ich sag nix. So, wer braucht denn, habt ihr schon Stufe 3 der Werkzeuge? Nee, ich hab 2. Dann mach ich gleich mal was. Ich hab alles 1. An! Ja, hier, Kiste oben. Nicht schlecht. Machst du mir mal so einen kompletten Satz? Wie jetzt was? Hä? Satz heiße Ohren oder Satz Werkzeuge? Ich nehm beides. Willst du damit andeuten, Sabi, du hast noch nie meine Stimme gehört? Okay, dann machen wir mal. Sabi, er spielt doch jedes Mal bei mir. Hier vorne sind 200 Eisen drin, da kannst du mir auch einen Eisenknüppel machen, bitte Ahn. Gehen soll, ja, kann ich machen. Auch dabei. Mhm. Ich bring gerade auch nochmal fast 500 Eisen mit. Alle in die Kiste, bitte. Ja, ich habe mir überlegt, wenn das mit 7 Days nichts mehr wird, mache ich ja ASMR für Arme, ne? Also AASMR. Okay. Ja. Also so oben ohne Vorlesung oder sowas, meinst du? Nee, ich mach das wie Native. Ich mache mir einfach so eine Untertischcam und dann mit dem Weihnachtsdonjon. Okay. Oh nein. Hat denn wer Ahnung vom Bauen? Ja, Ahn wäre auch so eine Sache. Der könnte auch bauen. Ahn hat Ahnung? Ich würde ganz vorsichtig sagen, wenn du das machst, das ist A, Diebstahl geistigen Eigentums, weil ich glaube, das hat er sich Native auch patentieren lassen in der Version. Meinst du? Also ich habe die Tage tatsächlich einen Bauer gesehen aus Baden-Württemberg, der hat auch von einem Tanga erzählt und mit Cam, also gefährlich. Vielleicht war das zuerst die Idee und Native hat ihm nur abgekupfert. Dann müssen wir jetzt rauskriegen, wer hat er als erstes... Das müssen wir mal eruieren, wer zuerst die Idee mit dem Tanga hatte, ne? Noch irgendjemand Patent? Draußen? Die Idee ist scheißegal. Ja, ich bin noch draußen. Ich brauche was zu futtern. Das ist schlecht. Wer baut denn jetzt nun? Tommy, wo grüßt man die Wirtmund von uns allen herzlich, ne? Und viel Spaß. So coole Dings. Brauche ich jetzt langsam eine Info, weil ich dann jetzt gleich hochkomme und skillen will. Ich bin Ressourcenschlampe schon. Hab ich schon geskillt da drauf. So, jetzt muss ich erstmal meine Maus umstellen. Das wird schwierig. Denn so eine Leute wie Boxy brauchen aber 20 Tausende von Ressourcen. Klar, musst du alleine eine Stimme bekommen, ja. Ja, Ahn kommt mit 500 zurecht. Ich brauche ein paar mehr, ne? Was zur Hölle ist gerade los? Ach so. Keine Ahnung. Ne, bei mir beendet sich gerade alles. Selbst was? Auf meinem Handy, was mit meinem PC nichts zu tun hat. Das ist schwierig. Okay. Ja, das ist recht schwierig. Fliegt bei allem gerade raus. Okay. Das ist interessant. Goodbye. Alter, ich sehe gleich ganz fürchterlich bitte, was hier passieren wird. Was? Ich bin draußen und will Ressourcen schlagen und es wird gleich richtig Ärger geben. Ja, wird das. Oh mein Gott, ja. Wie stelle ich denn da, verdammte Hacke, wo stelle ich das um? In der äußersten Kiste. Ja. Und die haben, oh mein Gott, Schreier. Er ist gerade schlecht.
Und warum zum Kuckuck kommst du damit zu uns? Du Dunkel. Das macht ja immer so. Verdammt. Wo kann ich denn das hier bauen? Hier ist ein Polizist. Nee. Polizist mit Bär. Freierin lebt noch. Oh, Scheiße. Oh. Freierin ist gar nichts mehr. Freierin ist tot. Aber der Bär versteht sich ziemlich gut mit dem Bullen. Ja, das ist mal. Es scheint von dem Bullen interessierter Bär zu sein. Würde jemand bei dem Kopf helfen? Oder? Wie bei dem Kopf? Da ist ein Bär. Okay, Kopf tot. Kopfschuss, ich liebe platzende Köpfe, ich liebe es. So, die Dreierknüppel sind auffällig. Mehr Gamma reinmachen. Oh ja. Das ist gut. Wo? Äußerste Kiste. Äußerste, okay. Und alle wollen rein. Das ist gut. Dann lege ich die wieder zurück. Dann kann ja Ahn gleich schon die Schmiede aufstellen, was? Wir haben ein Riesenproblem. Ja, ja, okay. Glaube ich gerne. Darfst du nicht gegen mich verwenden. Das auch schon mal ein Schlafsack wieder. Die alten Werkzeuge könnt ihr von mir aus gleich kaputt machen, ne? Ja. So, warte mal, was gibt's denn hier noch Schönes? Wir haben ein Riesenproblem. Noch eine Schreierin. Ach du Scheiße. Die hat geschrien? Ja. Okay, tot. Oh shit. Tot, nee, eher. Ich bin jetzt wieder auf dem Dach. Ich würde mal sagen, lasst euch da nicht so. Ach du Scheibe. Ja. Ihr solltet euch da vielleicht nicht so blicken lassen, aber. Ich wollte die Schreierin töten, deswegen. War das nicht schießen, nicht schießen, alle böse. Schön in die Spikes, genau. Und Cop ist einmal down. Cop ist down. Okay, er ist ganz down. Okay. Wir bräuchten ja noch einen Geierschutz, oder? Ja. Ja, wenn wir Schreierin haben, mit Sicherheit. Noch eine Schreierin. Guck mal, Aldo, was hast du gemacht? Das frage ich mich auch. Was hat er gemacht? Eben schon 3 Spucker pro Junk? Ich habe nur Escape gedrückt. Ja, ja. Noch ein Spucker Richtung Süden. Ja, irgendwo ist auch noch eine Schreierin. Ja, die ist bestimmt unten drin, ne? Damit es mehr Spaß macht. Vermutlich. Ich mache mal ein paar Frames. Oh. Ja, Spucker. Tod Nummer 2. Okay. Ja. Da kommen gerade noch 2 Schreierinnen. Also kann das weg oder ist das Kunst? Kann weg. Oh, das hört sich nach Auto an. Ich wollte gerade sagen, das hört sich jetzt nicht so interessant. Es beendet sich gerade schon wieder alles bei mir. Was ist denn los bei dir? Das ist nicht gut. Alle Fenster, komplett. Was? Mein Schlafsack? Was geht denn hier ab? Nee, ja. Der ist nur für mich. Hast du jetzt Ton, Proxy? Ja, ich hab jetzt Ton. War eine super Idee, danke. Hätte ich das vorher geahnt. Das habe ich doch eben schon 3-mal gesagt. Ja, aber ich kann ja, während ich da mit Mucki durch die Wüste fliehe und 3 Cops am Popo habe, kann ich ja nicht nur irgendwelche Sachen umstellen bei OBS. Das wird vielleicht nicht so schwierig. Ich bin doch nicht multitaskingfähig, das weißt du doch. Ach genau. Warum kann ich jetzt hier nichts mehr setzen? Party. Party ist doch überall. Wer hat den Landclaim gesetzt? Ich nicht. Hast du unsere Freundschaftsanfragen angenommen? Nein, warte. Ich wollte diesmal nicht schuld sein, wie beim letzten Mal. Ich kann auch nichts mehr setzen. Egal. Ja, da, Proxy, dann müsstest du vielleicht auch meine Freundschaftsanfrage annehmen. Ja, das habe ich auch gesagt. Party. Nicht Freundschafts. Alice ist das. So, jetzt haben wir alle. Alle müssen alle adden. Dann geht's. So. Wie kriegen wir jetzt den blöden Kopf da unten weg? Oh, noch eine Schreierin. Das sieht mich keiner. Das ist ein gefressen, würdest du nicht, Ayaska. Ich wollte ja eigentlich gerade raus und Ressourcen schlagen, aber bei den Schreiern. Level 3 brauche ich da, okay. Hallo, Mairi, Liebling, wie geht's dir? Das ist ja nur eine neue Drohung, wer der Bullen. Ja, das ist wirklich so. Ja, ich stehe auf der Mauer rum. Oh. Schreiern-Ausschau halt. Ja, ich glaube, aber eher die gucken nach dir dann.
wollte gerade sagen, das sind bestimmt solche Einstellungen wie beim HCE. Weil die droppen auch häufiger, oder? Ich hatte einfach nur Glück. Ach, auch ganz, ganz gut, Mario. Ich bin ja heute der letzte Streamer. Hier, guck mal, Philoli, da. Ich bin eine blaue Dame. Also, ich weiß ja nicht, aber ob das so der passende. Die passende Version ist von im Schlafsack oder so. Das klingt nah. Ja, das klingt sehr nah. Ja, die sind unten drin. Eine Speerin und ein Spucker. Oh, na gut. Dann können wir ja quasi nur durch die Decke kaputt gehen. Ich würde mal sagen, wir brauchen auf jeden Fall... Eine neue Base? Eine hohe Base oder jemand, der schnell baut? Also, ich bin, sag mal, aus. Ich bin raus. Was? Was hab ich denn jetzt damit zu tun? Wie schnell kannst du eine Base aufbauen? Kommt drauf an, was ich für Ressourcen habe. Wir haben genug Ressourcen, Schlampen hier. Wenn du möchtest, ich würde jetzt gehen, wenn du das möchtest, dass ich unter anderem mit deiner Ressourcenschlampe werde, sag einmal ja. Und hier ist ihr aber du brauchst, Herzblatt. Ach, du Scheiße. Und du brauchst aber auch keinen Ehevertrag unterschreiben, alles easy. So, Champs! Danke für dein Raid! Zoomania ist ausgebrochen, ich grüße euch, herzlich willkommen, beim Aldo-Event. Das ist echt schwierig. Wo kann man das hier bearbeiten? Wir kriegen noch mehr Schreier übrigens. Schwester! Ja. Vorsicht, der kotzt. Ach, hier ist der ganze Quatsch. Okay. Vielen Dank für herzlich willkommen. Gehen wir weg vom Campfire, der kotzt da durch. Also, ich bin auf dem Clan-Block. Ich hab mir sowas schon mal gedacht. Ja, das Feuer. 250.000. Ey, was zieht der denn ab mit Eimer kotzen? Vor allen Dingen macht dieses scheiß Feuer aus. Ja, das ist definitiv nicht so ganz... Ihr solltet vielleicht nicht an der Seite, sodass Schreierin nicht gleich sehen. Also hier draußen ist alles voller Spucker und Schreierin. Ja, da kann man supi abhauen. Das ist ruhiger. Eifersüchtig auf meine neue Maus? Okay. Ganz ehrlich, ich finde es hier draußen gerade eigentlich angenehmer als auf der... Das heißt, wenn ich jetzt erzähle, dass die neue Maus gut in der Hand liegt, wird das noch schwieriger, oder was? Das Gute ist, das sagt eigentlich jetzt noch. Okay. Und Aldur? Ja? Wieso liegen in der Wüste Minen? Die hat er bestimmt das dahingelegt. Weiß ich nicht. Die sind bestimmt ganz zufällig dort. Da bin ich unschuldig. Ja, ja. Ja, ist klar, ne? Aldur und unschuldig. Mhm. Oh Gott, das geht ja hier wieder gut los. Das ist doch gerade mal die erste Nacht, Mann. Oh Gott. Ja. Du warst beim letzten Mal nicht dabei. Nein. Das ist schon normal. Also es ist, ich glaube auch nicht, dass wir dieses Haus die Nacht halten können. Also glaube ich auch nicht. Die nächste Nacht meine ich, die nächste noch. Das es sei denn, könnte es sei denn, schwieriger werden. Es sei denn, Arn kann gut bauen und schnell bauen. Grüß dich. Und wir kriegen bis dahin relativ viel zusammen. Ich bin schon am Ressourcen sammeln, deswegen. Okay. Weil ich Aldo nicht traue. So, jetzt habe ich mal die DPU umgestellt.